Moin Leute, Kurfels hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute zeigen wir euch das Nuketown Easter Egg und alles, was ihr dafür machen müsst, seht ihr jetzt. Als allererstes müsst ihr ein eigenes Spiel auf der Map Nuketown eröffnen. Dabei ist es scheißegal, ob ihr TDM, FFA oder Herrschaft zockt, Hauptsache es ist in den eigenen Spielen. Nun sucht ihr euch irgendeine Waffe aus und schießt alle Köpfe auf der gesamten Map ab. Dabei ist es sehr wichtig, dass ihr dies unter 2 Minuten macht. Ansonsten schafft ihr das Easter Egg nicht. Falls es euch zu schwer ist, alleine alle Köpfe unter 2 Minuten abzuschießen, könnt ihr auch gerne ein oder mehrere Freunde einladen. Das war eigentlich auch schon alles, was ihr zu dem Easter Egg wissen müsst. Und was bei dem Easter Egg passiert, schauen wir uns jetzt an. Wie ihr sehen könnt, erweckt das Easter Egg die Puppen zum Leben. Ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, die sich Treyarch da wieder ausgedacht hat. Und ich hoffe natürlich, euch hat dieses kleine Easter Egg mehr oder weniger gefallen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.